Hi, ich bin Stefanie Baumkrüger, Gesangslehrerin und Vocal Coach im Popcamp. Und heute erzähle ich euch, was Vocal Coaching im Popcamp eigentlich mit der Stimme macht. Dabei müssen wir zunächst unterscheiden zwischen den Gesangsübungen, die wir morgens im gemeinsamen Warm-up machen, aber auch im Einzelcoaching, bevor wir am Song arbeiten, und dann der eigentlichen Arbeit im Song. Zunächst zum Warm-up und zu den Gesangsübungen. Wir machen die morgens alle gemeinsam im Popcamp, damit wir fit werden für den Tag, aber auch zu Anfang, wenn wir im Einzelcoaching arbeiten. Und diese Gesangsübungen sind zunächst einmal dafür da, dass die Stimme aufgewärmt wird. Die Stimme ist eine Muskelfunktion und wie alle anderen muskulären Abläufe im Körper ist es so, wenn wir wirklich fein arbeiten wollen und Leistung erbringen wollen, muss das Ganze mit Blut durchfleucht sein, mit Sauerstoff gesättigt sein, damit der Körper, damit der Muskel wirklich leistungsfähig ist und auch flexibel genug ist, um gut einsatzfähig zu sein. Aber diese Gesangsübungen gehen weit über nur das Aufwärmen hinaus. Denn es geht darum, dass die verschiedenen Bereiche in der Stimme wirklich aktiviert und einsatzfähig gemacht werden. Dabei geht es zunächst um die Bruststimme, das ist der tiefe Bereich der Stimme. Da geht es darum, die wirklich aktiv zu machen, dass sie präsent ist, nämlich genauso präsent wie die Sprechstimme. Und weiter natürlich die Kopfstimme, der Hohlbereich in der Stimme. Der muss genauso aktiv sein. Das heißt, die Stimmbänder müssen sich nach oben wirklich fein und entspannt ausdünnen können und dennoch weiterhin schließen können, sodass der Ton nach oben hin nicht auf einmal luftig wird, kraftvoll bleibt und auch flexibel bleibt. Ein weiterer Aspekt, den wir uns ganz besonders anschauen in der Arbeit mit Gesangsübungen, ist aber auch der Bereich, der Übergangsbereich zwischen Brust- und Kopfstimme. Und dieser Bereich ist ein Bereich im Gesang, mit dem viele Sänger eher Schwierigkeiten haben. Da geht es dann so, dass auf einmal ein Bruch entsteht, dass eine Imbalance da ist, die Stimme luftig wird, zu leicht wird, angespannt wird, die Tonhöhe stimmt nicht mehr so ganz oder der Sänger fühlt sich beeinträchtigt in seinem authentischen Ausdruck, auch gerade wenn es um Stilistik geht, dass Stilistik eher ein Zufallsprodukt ist, als wirklich ein bewusst gewählter Ausdruck des Sängers. Hier setzen wir also Übungen ein, um Muskelabläufe so auszugleichen, dass Balance zwischen dem unteren und dem oberen Bereich entsteht und wirklich kraftvoll die Stimme aktiviert wird durch den gesamten Stimmumfang hindurch, dass auch fein gearbeitet werden kann, dass die Stimme nicht zu luftig wird, aber auch nicht zu angespannt wird, und eben ein wirklich authentischer Stimmausdruck und auch Authentizität in den stilistischen Wahlmöglichkeiten besteht. Weiter geht es darum dann natürlich in der Arbeit im Song, dass wir uns ganz speziell Songstellen anschauen, die nicht so funktionieren, wie das der Sänger gerne hätte. Sprich, es wird zu luftig. Es ist nicht genug Kraft da oder der Sänger hat das Gefühl, es muss wahnsinnig hart arbeiten, um bestimmte Tonbereiche wirklich kraftvoll und authentisch zu erzeugen. Diese Stellen schauen wir uns dann ganz spezifisch an, gleichen die zum Teil aus durch Einsatz auch von Gesangsübungen. Da ersetzen wir praktisch den Text, die Lyrics durch Übungen, um diese muskulären Abläufe, die im Moment nicht ideal sind, auszugleichen und dann übertragen wir das in die Arbeit mit den Lyrics, mit dem Text. Was wir aber auch machen ist, in der speziellen Textarbeit, ist, dass wir Vokale zum Teil etwas modifizieren, etwas verändern, so dass die Stimmfunktion so beeinflusst wird, dass sie mehr in Balance ist. Dass das ganze muskuläre Stimmsystem wirklich effektiv ist und feiner und effektiver arbeiten kann, sodass der Sänger auch das Gefühl bekommt, die Kraft geht nicht verloren, gleichzeitig geht auch die Flexibilität nicht verloren und wird noch mehr erzeugt und der Sänger kann sich ultimativ einfach wirklich authentischer ausdrücken und die Kunst in den Vordergrund bringen und die Emotionalität auch in den Vordergrund bringen. Okay?
Was du speziell machen kannst als Sänger, wenn deine Stimme müde wird durch den Gesang, das erzähle ich euch im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Bis ganz bald. Alles Gute.